Ja, hast du schon ein neues Handy gesehen? Ja, ist krass, ne? Ich bin voll der Gamer. Xiaomi hat ja mittlerweile die zweite Version des Black Sharks rausgebracht, aber wie ist die Vorgängerversion? Wie ist das erste Modell von dem Xiaomi Black Shark? Kann es heute noch überzeugen? Dinge, die mir gefallen und die mir nicht gefallen. Ich selbst verwende das Xiaomi Black Shark als mein Main Phone. Also ich benutze das im Alltag, ich benutze das zum Arbeiten und da sind mir so im Laufe der halben Jahre, das hat voll keinen Sinn gemacht, im Laufe des halben Jahres sind natürlich einige Sachen aufgefallen, die dafür sprechen oder auch dagegen. Und kann das eigentlich mithalten zu der zweiten neueren Version, die aus Glas ist? Das Video übrigens über das Black Shark ist da oben nochmal angepinnt und wird dann ganz zum Schluss auch nochmal erscheinen. Kommen wir erst zu den Negativpunkten, weil dann überwiegt das vielleicht mit den positiven Software-Bugs. Das Ding hat einige Software-Bugs. Alleine, dass der Wecker ab und zu mal nicht funktioniert, dich im Stich lässt und du den einen oder anderen Geschäftstermin verpasst, ist das natürlich nicht so geil. Natürlich kann man sich auch Wecker-Apps runterladen, so wie ich es jetzt gemacht habe, und die funktionieren dann top. Der Nachtmodus verabschiedet sich gut und gerne des Öfteren mal, und wenn man dann schön entspannt im Bett liegt, dann ja, kriegt man halt nochmal die volle Breitseite Helligkeit ins Gesicht gedonnert und ist dann dementsprechend wieder wach. Was die Schlafqualität beeinflusst, das ist wirklich eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Was ich dazu aber sagen muss, ist, dass die Helligkeit an sich gar keine Rolle spielt, weil das Handy geht wirklich sehr, sehr dunkel bis sehr, sehr hell. Von daher ist wahrscheinlich für jeden zweiten nur so ein Luxusproblem. Als nächstes stört mich die Tastatur. Ich habe schon einige Tastatur-Apps runtergeladen und auch diese werden immer wieder geupdatet und ich will einfach nicht diese Autokorrektur drauf haben, aber nach jedem Update ist die wieder da. Manchmal erfindet er auch einfach Wörter und klatscht die dann dahin und das dauert manchmal echt lange, um eine Nachricht in WhatsApp zu verfassen. Das ist wirklich nicht so schön. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Tastatur-App, die ich noch nicht gefunden habe, die von diesen Updates ausgeschlossen ist. Der nächste Negativpunkt, den habe ich auch schon damals in dem Video angesprochen, ist die LED, die auf der Oberseite ist. Die geht nämlich beim Laden immer noch nicht aus und wenn man gerade entspannt nachts im Bett chillt, und die LED erhält mal gut und gerne den kompletten Raum. Und die ist wirklich so stark, dass die Queen selbst gesagt hat, ich soll mein Handy verdecken oder irgendwie Daumen drauf halten oder sonst was, weil das Ding ist wirklich... Klar könnte man jetzt sein Handy mit Tesabild, was nicht durchsichtig ist, überkleben oder einen ähnlichen Klebeband, aber ganz im Ernst, das sieht nicht schön aus. Deswegen leibe ich mein Handy immer vorher, weil ich habe keinen Bock in der Nacht einfach komplett von einer Supernova zugestrahlt zu werden. Was mich eine ganze Zeit lang gestört hat, war die Vibration. Ich als damaliger Samsung-Fan habe es immer genossen, das Handy auf stumm zu schalten, dass selbst die Vibration aus ist. Das geht hier nicht mehr. Dieser Stummmodus ist gar nicht verfügbar. Man kann das Handy entweder lautlos per Vibration machen oder einfach laut und laut mit Vibration. Es sei denn, man aktiviert den Ruhemodus. Dann ist Ende im Gelände, dann kommt keine Vibration und kein Ton. Was aber kacke ist, weil dann bekommt man keine Benachrichtigung mehr, wenn man eine Nachricht bekommen hat und vergisst dann vielleicht den einen oder anderen wichtigen Termin. Das Xiaomi Black Shark ist ja schon ein Weilchen auf dem Markt und es kann mit heutigen Flagships eigentlich nicht mehr so wirklich mithalten. Es gibt jetzt schon viele günstige Varianten und auch Kameras, die es an den ein oder anderen... Kameras? Es gibt auch Smartphones schon, die das an den ein oder anderen Ecken sogar besser machen, zu vielleicht günstigeren Preisen. Der letzte Punkt, der mir nach einer Zeit aufgefallen ist, ist die Kameraqualität. Die ist einfach gar nicht mehr so gut. Manchmal wechselt die Kamera von der kleinen zur großen und von der großen zu klein. Wenn man mal schnell was mit Snapchat oder Instagram gefilmt haben will, dann funktioniert das nicht immer. Bei mir ist das bis jetzt zwar sehr, sehr, sehr selten vorgekommen, aber ab und zu ist einfach die kleine Kamera ausgewählt worden mit den weniger Megapixeln und dementsprechend waren die Bilder dann alle unscharf und ich habe das dann erst später bemerkt. Aber es wurde ja als Gaming-Handy verkauft und nicht für ein Handy für eine gute Kamera für Landschaftsfotografie oder sonst ein Shit. Also Pornos kann man damit auf jeden Fall nicht drehen. Kommen wir jetzt zu den positiven Sachen, die mich echt berührt haben. Zum einen ist da die Akkulaufzeit. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Mit 4400 mAh waren es, glaube ich. Und das Ding zieht wirklich durch den halben Tag. Wenn ich das über Nacht geladen habe, ist das am Abend noch auf 30-40%. Je nachdem braucht man das dann nicht mal mehr erneut laden. Und das sogar nach einem halben Jahr Benutzung. Dass die
Design ist einfach nur geil. Ich bin jetzt schon sehr, sehr oft angesprochen worden, was das denn für ein Handy wäre, weil mit der LED auch am Hintergrund, wenn man eine Nachricht bekommt, ist das wirklich ein Eyecatcher. Und das war auch eigentlich der Grund, wieso ich mir dieses Smartphone gekauft habe. Und ich muss sagen, ich bin immer noch heute darin verliebt. Auch wenn es davon schon eine neue Version gibt, zu der wir jetzt kommen. Denn die neue Version von dem Black Shark ist nicht unbedingt besser. Designstechnisch ist das Ganze luxuriöser geworden, aber softwaretechnisch und alles weitere ist quasi noch auf demselben Stand oder man merkt nur minimale Unterschiede zu gut Preisverhältnissen. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass das Handy nicht ein einziges Mal abgestürzt ist. Es hat sich nicht aufgehangen, nicht abgestürzt, es ist alles flüssig gewesen. Das Ganze ist mir nämlich bei meinem guten Kollegen aufgefallen, der sich dann mit seinem Samsung aufgeregt hat, dass die eine oder andere App doch sehr, sehr langsam läuft oder sich auch aufhängt und er nichts machen kann. Konnte ich einfach alles machen und zwar doppelt und dreifach. Zudem sind Spiele und Apps auch extrem flüssig. Es gibt wirklich kaum Ruckler. Okay, ich habe eigentlich gar keine entdeckt, aber ich zocke jetzt auch nicht mit dem Handy. Von daher bin ich da komplett bedient. Ich hatte damals ein Samsung Galaxy S6 und es hat mich wirklich aufgeregt, dass sich Instagram und ähnliches immer aufgehangen hat, abgestürzt hat. Selbst Filter kann man mit dem Handy wirklich wunderbar verwenden, selbst wenn die Kameraqualität jetzt nicht die beste ist. Ne? Würde ich es euch empfehlen zu kaufen? Definitiv ja. Es ist sowas von ein Eyecatcher, kann mit den neuesten Flagships so einigermaßen mithalten und preis-leistungstechnisch ist das schon gut dabei. Es gibt aber bessere Varianten. Deshalb, wenn ihr auf dieses Design steht, ist das vielleicht genau das richtige Handy für euch. Ihr könnt euch das Smartphone gerne mal anschauen, dazu einfach einen Blick in die Beschreibung werfen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Hier kommt ihr zu dem eigentlichen Review von dem Xiaomi Black Shark. Hier kommt ihr zu meinem Hauptkanal, da mache ich vorzugsweise Vlogs und so Laber-Videos, ein bisschen mit Comedy. Hier kommt ihr zu einem weiteren Xiaomi-Produkt, nämlich meinen Gaming-Laptop, womit ihr auch in 4K 60 FPS Video schneiden könnt. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.